Und jetzt ist es passiert. Herzlich willkommen und Servus zu einer neuen Episode der BVB-Karriere. Wir hoffen natürlich, dass euch der kleine Season-Recap aus der letzten Folge gefallen hat. Aber wir wollen jetzt gar nicht lange in der ersten Saison bleiben, sondern direkt in die zweite Saison reingehen. Die Ziele seht ihr hier. Wir sollen das Finale der Champions League erreichen. Die Champions League ja mit Abstand unser schwächster Wettbewerb letztes Jahr, weil wir haben ja das Hauptaugenmerk auf Bundesliga und auf den DFB-Pokal gerichtet. Da wurden wir zweimal Sieger. Sollen wir jetzt wiederholen, das Kunststück? Dazu ein Budget von 50 Millionen. Und alle, die sich jetzt fragen, 50 Millionen bei Dortmund? Ist ein bisschen lost, oder? Ja, wir sind hier in der Corona-Edition. Wir haben 100 Millionen an FSV Zwickau gegeben. Mal gucken, ob die dieses Jahr was damit anstellen können. Der Auserwählte war Lars Lokotsch. Der wurde jetzt hier zu uns verpflichtet. Hier seht ihr die Spielerbiografie. Wir gucken ihn uns mal an. Wie gesagt, Zwickau hat letztes Mal gar nichts mit dem Geld gemacht. Deswegen dachten wir, vielleicht ist es ja jetzt mit den 100 Millionen ein bisschen einfacher, was in der dritten Liga zu reißen. Muss doch mal was auf den Tisch kloppen, sag ich ja immer. Genau, und deswegen geben wir Lars Lokotsch jetzt wieder frei. Könnte sich ja eventuell nochmal Zwickau anschließen. Hat jetzt auch immer ein kurzes Intermezzo bei uns gehabt und jetzt wollen wir richtig reinstarten. Und wir fangen damit an, dass wir zwei Spieler ausleihen. Der Deal wurde schon letztes Jahr gemacht, aber Hope spielt jetzt ein Jahr bei Preston North End und Bafunta spielt ein Jahr bei Huddersfield Town. Genau, das waren die Leihabgänge und jetzt wollen wir zum ersten Angebot für einen permanenten Abgang kommen. Und zwar ist Bayern mal wieder an einem Spieler von Dortmund dran. Die Zeit ist vorbei. Die Zeit ist vorbei, dass Dortmund immer Ja sagt, wenn Bayern fragt. Vor allem bei Akanji. Ich meine, der spielt schon so viele Jahre bei Dortmund. Der fühlt sich auch wohl, spielt viele Spiele. Und ich glaube, bei Bayern in der 83, dann sieht es dann schon wieder nach nicht so viel Spielzeit aus. Und das Gleiche gilt natürlich auch für dann Axel Sagadou. Big Zack fühlt sich hier so wohl. Der entwickelt sich bei uns, der kriegt bei uns die Spielzeit. War lange nicht mehr verletzt. Und Bayern? Nein, hol doch schon einen anderen Innenverteidiger, ehrlich. Passend zum Thema Innenverteidiger wollen wir jetzt aber mal aktiv werden. Wir brauchen ja noch ein Backup für die Hummels-Akanji-Doppel-Innenverteidigung. Wir haben ja nur mit Sagadou eigentlich nur einen Backup-Innenverteidiger. Und deswegen wollen wir einen zweiten, Jeremiah Saint-Just, in echt auch dran. Genau, Dortmund ist auch in echt dran. Wie Sagadou, beide verletzungsanfällig, also haben wahrscheinlich auch häufig die beiden gleichen Verletzungen und können dann zusammen die Reha machen. Five-Head-Move von Dortmund ist ein echtes Gerücht, wie gesagt. Und der Mann hat eine Ausstiegsklausel von 14,1 Millionen. In echt stehen 15 Millionen im Raum. Die zahlen wir die 14,1 Millionen und gehen direkt in die Verhandlung mit dem Spieler rein. Und da ist er auch. Dortmund holt Jeremiah Saint-Just. Den Preis kennt ihr jetzt, 14,1 Millionen. Er kriegt natürlich auch seine Trikotnummer 4. Haben wir jetzt mal Toljan entwendet. Der soll sich einen neuen Verein suchen. Das seht ihr links, wer alles so unseren Verein verlassen soll. Gut, da hat jetzt Tim die Spielerdatei drauf gemacht, aber ist ja auch kein Problem. Ihr hättet einfach schnell genug sein müssen. Und der Mann hat sein Potenzial noch ein bisschen erhöht. Das ist korrekt. Sein Wert ist ein bisschen hochgegangen. Hat seinen Wert hier also gesteigert mit dem Move. Ist ja auch in echt sehr wahrscheinlich und ist vor allem ein guter Innenverteidiger für uns. Genau, ihr seht es jetzt oben rechts bei ihm auf seiner Karte. Sprintgeschwindigkeit und Antritt sind seine Stärken. Und es ist und bleibt eine Folge der Innenverteidiger. Ja, Valerdi darf aufgrund von der Verpflichtung von Saint-Just den Verein verlassen. Aber wir wollen nicht Largi Ramanzi oder auch Ramazzani, wie man in Hochdeutsch sagt. Wir gehen mal in die Verhandlungen rein und schauen, was wir da rausholen können. Wir haben gedacht, wir sind einfach mal ganz sympathisch. 5 Millionen ist auf der Abschlussliste. Da müssen sie jetzt nicht so krasse Preise bezahlen. Endlich mal ein anderer Spieler, kein Innenverteidiger. Ansgar Knauf hat sich bei der letzten Leihe nicht so stark entwickelt. Deswegen wird er nochmal ausgeliehen. Diesmal klopft Feyenoord dran und wir hoffen natürlich, dass er dir durchgeht und Ansgar Knauf ein Jahr in Holland spielen kann. Marius Wolf wurde des Öfteren ausgeliehen, war ein kleiner Flop beim BVB, deswegen 13,7 Millionen, das nehmen wir direkt an, ist ein super Deal. Und dann darf er bei Betis Sevilla schön in der Sonne spielen. Und hier geht es wirklich Schlag auf Schlag. Also Knauf ist jetzt wirklich ausgeliehen, das ist durch, der spielt jetzt bei Feyenoord für ein Jahr und dann kommt das nächste Angebot für einen Flop beim BVB raus. Und zwar Jeremy Toljan und ganz ehrlich, da müssen wir auch nicht groß drüber diskutieren. Das wird auch einfach angenommen, da sind wir froh, dass wir 5,7 Millionen bekommen. Mal ein bisschen was anderes als Transfernachrichten und zwar Jugendabteilung und zwar der erste, Tom Horn, geht mal wieder nach Deutschland, ganz klassisch, 9 Monate, soll er alles scouten, was er so findet in Deutschland. Dann aber der zweite Scout, da hat Tim eine geniale Idee gehabt, wie man Aki Watzke davon überzeugt, einen zweiten Scout zu kaufen. Das ist die Schweiz, ein kleines Land, viel Potenzial, zumindest in Augen von Aki Watzke, schicken wir mal ein halbes Jahr hin. Jetzt aber wieder zurück beim Transferbusiness und Führig wurde an Feyenoord verkauft, da hat dann Ansgar Knauf einen Kumpel dabei, der mit ihm zocken kann, den er schon kennt. Dann Axel Sagadou haben wir vorhin schon besprochen. Müssen wir nicht verkaufen, ist fest in unserer Planung drin. Aber natürlich haben wir gesagt, nach England kann ein Julian Brandt verkauft werden. Ja, und Manchester City sieht ganz viel Potenzial in ihm. Sind bereit, 69,2 Millionen für ihn zu bezahlen. Und das sehen wir auch als angemessenen Preis an.
Deswegen gehen wir auf Angebot annehmen und bei Zagadou auf Angebot ablehnen. Und Freunde, endlich mal kurze Pause mit dem ganzen Business-Kram. Wir wollen ja hier auch mal Fußball spielen und der Supercup steht an. Letztes Jahr haben wir das Ding schon geholt gegen die Bayern. In eindrucksvoller Manier, 4-2. Diesmal vertrauen wir den Männern wieder in der Schnellsimulation. Spielen diesmal zu Hause sogar und holen ein Elfmeterschießen. Und verlieren dort leider 3-4. Also diesmal geht der Supercup an Bayern. Ist aber auch nicht schlimm, das Ding hat jetzt nicht so viel Wert. Ein Mann, der am Supercup nicht gespielt hat, ist jetzt verkauft. Julian Brandt geht zu Man City und gibt uns 62,5 Millionen auf unser Transferbudget. Für uns Grund genug, seinen Ersatz direkt zu holen. Und zwar Jonathan Ikoné. Wird ja auch gemunkelt, dass da ein Marco Rose sehr interessiert daran ist, den nach Dortmund zu locken jetzt in der neuen Saison. Deswegen dachten wir, können wir ihn eigentlich als Ersatz holen, dann machen wir die Position so ein bisschen weiter nach vorne, dann spielt er ein bisschen mehr ZOM, ein bisschen mehr über die Seite, hilft vielleicht irgendwo über die Seite auf, weil ihr seht, der Mann ist furchtbar schnell. Der Mann hat 90 ja. Pace. Der ist so eine Allzweckwaffe im Angriff einfach. Kann vielleicht auf ZOM spielen, das werden wir ihm noch anlernen. RM, Stürmer, also Linksfuß kann man schon auf LM spielen. Der Mann ist eine Allzweckwaffe. Und diese Allzweckwaffe hat uns 40 Millionen gekostet, dazu noch 10% Weiterverkaufsgebühr an Inter Mailand abgedrückt. Ist im Endeffekt ein super Preis. Sein Potenzial hat sich wieder erhöht. Sein Marktwert um 4 Millionen nochmal gestiegen, von 35 auf 39. Und Leute, ich kann es schon mal verraten, der Mann, der wollte Rotation haben, der wollte 5 Jahre bei uns bleiben, der braucht auch nur 2 Wochen, um sich weiterzuentwickeln im Entwicklungsplan auf ZOM. Wie cool ist der? Der gibt alles für den Verein. Ich glaube, der spürt die echte Liebe. Und jetzt mit den Abgängen hinter uns und den Neuzugängen in unserem Verein können wir hier die Bundesliga-Saison starten. Und zwar am ersten Spieltag gegen Wolfsburg. Ich sehe gerade schon, Leipzig hat 3-1 gegen Düsseldorf den Aufsteiger gewonnen. Da wollen wir jetzt nachziehen, natürlich auch den Sieg holen. Und das wollen wir mit einer richtig guten Mannschaft machen. Ikoné hat schon seinen Platz in der Startformation gefunden auf ZOM. Aber wir haben natürlich auch noch Reus vorne drin. Haaland im Sturm. Für Sancho kam immer noch kein gutes Angebot. Wir haben ja gesagt, falls ein passendes Angebot kommt, lassen wir ihn ziehen. Er ist noch da. Und deswegen würde ich sagen, wir haben richtig große Chancen auf den Sieg. Ja, du hast es gesagt, Ikoné ist drin und Sancho auch noch. Du hast es gerade angesprochen, es kam noch kein passendes Angebot. Es kam noch überhaupt gar kein Angebot. Der Mann ist anscheinend doch nicht so beliebt, wie wir es dachten. Vielleicht kommt es ja noch im Verlauf des Augusts. Auf der anderen Seite auf jeden Fall sehr interessant. Perisic zurück in der Wolfsburger Startelf. Hat ja auch Vergangenheit in diesem Stadion hier. Ja, ja, eine kleine Dortmunder Legende. Jetzt aber genug von der Vergangenheit. Ab in die Zukunft und in die Gegenwart. Hier mit unserer neu formierten Startelf. Hat sich natürlich nicht so krass viel verändert, aber das ist natürlich auch normal. Und über Morey, okay, gut, Morey auf dem linken Flügel kann da auch mal ein bisschen für Chaos sorgen. Reus auf Bellingham und da unser Neuzugang immer noch Ikoné. Ikoné legt den Ball vor und macht hier das 1-0. Ein Traumdebüt von Ikoné. Da haben wir mal das Tempo gesehen von dem jungen Mann. Der Antritt war auf jeden Fall da. Der schnelle erste Schritt am Gegenspieler vorbei. Den Ball gelegt und dann den Ball auch ordentlich reingehauen, muss man sagen. Ja, kurz Handball gespielt um Strafraum und dann zack, einfach am Verteidiger vorbei. Und der Abschluss, den kann man sich schon mal sehen lassen. Ist ja auch sein starker linker Fuß gewesen. Ne? Also da hat schon mal das ganze Stadion gesehen, was man von dem Typ erwarten kann. Reus und Ikoné verstehen sich ja anscheinend schon blind auf der Seite. Nur das Anspiel auf Haaland hat noch nicht ganz gepasst. Jetzt vielleicht, Haaland dreht sich raus und Castells mit der Parade. Jetzt Sancho. Auf Haaland. Haaland mit dem Lupfer. Oh. Und leider auch leicht übers Tor gelupft. Kurz vor der Halbzeit jetzt der starke Ball von Jude Bellingham in den Lauf von Erling Haaland. Erling Braut Haaland. Und so geht es mit einem 1-0 in die Halbzeitpause. Ikoné eiskalt. Von Haaland kann man das noch nicht behaupten. Der Mann hat schon ein paar Chancen vergeben. Aber waren jetzt auch noch nicht die größten in der zweiten Hälfte. Wird das bestimmt noch was? Für Ikoné war es das aber erstmal im Dress vom BVB, in dem Spiel zumindest. Die erste Halbzeit war ein sehr geiles Debüt. Natürlich auch mit dem Tor vollendet. Aber jetzt brauchen wir auch mal Milan Weise in der Bundesliga. Hat ja nur bisher das DFB-Pokalfinale gespielt. Gutes Gegenpressing von Jude Bellingham auf Sancho. Sancho auf Haaland und es ist abseits, weil Sancho ein bisschen zu Ball verliebt ist. Ja, Sancho hat den perfekten Abspielpunkt verpasst. Und dann wurde natürlich auch rausgerückt. Und dann ist er 1,5 Meter im Abseits. Wieder kommt Perisic über links. Der ist heute ein Aktivposten im Spiel. Und die Flanke ist stark. Und zum Glück war der Kopfball genauso schwach. Wie unsere Abwehrleistung. Ja, die war wirklich also eine Katastrophe. Aber dafür können wir jetzt ein bisschen kontern. Wieder über Haaland, der geschickt wurde. Dann Morey auf Reus und Reus mit dem 2-0, unser Kapitän. Schon lange kein Tor mehr mit ihm am Controller gemacht, aber da ist es jetzt. Bitter natürlich
für Wolfsburg hier hat eine Riesenmöglichkeit. Wie wir da verteidigt haben, war wirklich eine Katastrophe. Aber auf der anderen Seite, wie wir halt angegriffen haben, war halt schon sehr, sehr gut. Genauso wie das Tor. Den musst du erstmal so machen, aber Marco Reus hat einfach die Schusstechnik dafür. Emre Can im Gegenpressing hat jetzt Bellingham dabei. Bellingham 2 gegen 1 gegen Lacroix mit Haaland zusammen und Haaland mit dem 3:0. Jetzt ist die Messe endgültig gelesen. Dortmund 3, Wolfsburg 0. Und dann wechseln wir auch. Reyna kommt für Sancho rein. Der hat fleißig gearbeitet, nicht so viel gelungen. Und Reyna hat jetzt nochmal die Möglichkeit, in den letzten 20 Minuten ein bisschen von sich zu zeigen. Da ist auch mal Milan Weise, der wurde ja vorhin schon eingewechselt. Jetzt auf Reyna. Reyna in die Mitte, Bellingham und Castells mit einer richtig guten Parade. Und das war es dann auch. 3:0 Sieg im ersten Spiel der Bundesliga-Saison. Ich denke, es war eine dominante Performance und auch ein verdientes 3:0, oder? Da kann ich dir einfach nur zustimmen. Vor dem nächsten Bundesligaspiel sind auch nochmal 2 Transfers durchgegangen. Einmal hier Sergio Gomez an Club Brügge. Ich denke, da kann er sich gut weiterentwickeln. Und einmal Luca Unbehauen an KV Kottrijk. Ein ähnlich großer Club wie KV was auch immer, ist nicht Hertha Berlin. Hertha Berlin ist ein richtiger Großstadtclub, ja? Haben wir auch schon ein paar Transfers getätigt. Antonio, stellen den mal nur leider falsch auf oder es ist ein anderer Spieler. Bei uns kommt nur Zagadou rein und wir gehen in die Schnellsimulation. Glaubst du, es ist der Antonio? Ja, dadurch, dass Toussaint auf dem linken Flügel spielt, traue ich denen alles zu. Und sie haben ja auch schon mal Askassi beim Sturm gestellt. Und wir gewinnen hier durch 2 Tore von Jude Bellingham und Marco Reus, unserem Kapitän. Der Mann ist wieder da. Absolut. Der Mann carried uns jetzt hier durch die ersten 2 Spiele. 2 Tore in 2 Spielen, das sieht man auch gerne. Am Ende ein bisschen knapper, als es sein sollte. Aber so ist es jetzt halt. Und dann geht es auch schon weiter mit einem kleineren Transferkracher. Ja, kleiner Transferkracher. Wir hatten Axel Witzel eigentlich nicht auf der Liste, dass wir ihn verkaufen wollen. Aber wir finden, Inter Mailand passt so perfekt für alte Spieler. Der Mann ist 32 inzwischen, ist zwar noch eine 84, aber Can hat sich den Platz da so gefestigt mit seiner 85. Und wir haben auch noch Delaney. Deswegen, wir haben eigentlich genügend Spielermaterial und können den Mann ziehen lassen. Ich denke, der Preis passt dann auch ganz gut. Du hast ja schon gesagt gehabt, ist ein älterer Spieler. Die zieht es öfter mal nach Italien und da braucht man natürlich auch nicht so krass viel über Marktwert. Deswegen einfach mal 28,5 annehmen und ihm alles Gute in Italien wünschen. Und Jonathan Ikone kann jetzt ZM spielen. Ehrenmann. Richtiger Ehrenmann. Geht zwar nicht hoch, aber ihr seht es hier schon hier. In 7 Wochen kann er vielleicht schon wieder hochgehen. Und ohne Axel Witzel geht es jetzt gegen FC Bayern schon wieder so früh in der Saison. Also hier werden früh die Fährten gelegt. Und das wieder mit Ikone für Dahoud. Wir wollen die Tore schießen, wir wollen angreifen. Ansonsten komplette Top 11. Die Männer sind heiß auf dieses Spiel und verlieren 2:0 zu Hause. Oh mein Gott. Jungs, in der Liga klappt es nicht so gut gegen Bayern, ne? Nee, in der Liga klappt es echt nicht so gut. Das war ja auch letztes Jahr ganz, ganz lange unsere einzige Niederlage. Aber ist natürlich auch klar, wenn sie hier einen ordentlichen Rechtsverteidiger aufstellen. So sieht's aus. Haaland vergibt zudem noch einen Elfmeter. Und jetzt ist es passiert. FC Barcelona bietet 145 Millionen Euro plus Anthony Martial. Den wollen wir nicht haben, deswegen gehen wir nochmal in die Verhandlung rein. Aber es ist ein absoluter Top-Club, der vielleicht größte und erfolgreichste Club der letzten 15 Jahre ungefähr. Ja, Real Madrid-Fans wollen da bestimmt auch noch ein Wörtchen mitreden. Aber natürlich ist ein Riesenclub. Vielleicht nicht der realistischste Club für Jadon Sancho. Aber Jungs, es ist nicht immer in unserer Kontrolle, wer da ein Angebot macht und wer nicht. Wir hätten es lieber gehabt, wenn es ein englischer Club gewesen wäre. Aber so kurz vorm Deadline-Day nehmen wir jetzt einfach das Angebot an. Oder besser gesagt, holen wir da jetzt mal ein bisschen Geld raus. Und es sind im Endeffekt 200 Millionen Euro, die Barcelona hier an uns überweist. Das sind Preise, das kann man sich einfach nicht vorstellen. Er ist nicht ganz der teuerste. Ja, Neymar noch 22 Millionen teurer. Ich denke, die Millionen, die Barcelona damals für Neymar bekommen hat, die sind auch so ein bisschen jetzt in den Sancho-Deal mit reingeflossen, wenn nicht schon alles weg war durch den Dembélé-Deal. Und da wird er vorgestellt, er kann besser den Ball hochhalten als Braithwaite noch damals. Ist schon mal ein gutes Zeichen. 370.000 in der Woche für 5 Saisons. Also Jungs, das ist ein absoluter Hammer-Deal hier mit Jadon Sancho involviert. Hat für uns letztes Jahr super gespielt, hat ihn echt für Dortmund wirklich unfassbar gut gespielt. Hat sich nie weggestreikt, hat den Move verdient und ist jetzt für die Blaugrana aktiv. Ja, wir hatten das Gentleman's Agreement, dass wenn ein Top-Club anklopft, dass wir den Mann auch ziehen lassen für eine bestimmte Summe. Das haben wir getan. Ich habe ein leicht tränendes Auge, muss ich sagen. Ich bin ein bisschen verliebt in den Mann und ich finde es eine Frechheit von Barcelona, dass sie ihm die Nummer 28 geben. Was ist das denn bitte? Das ist wirklich so, als wäre er gerade aus der Jugendakademie hochgekommen, so ein Linksverteidiger. Also vom Alter passt es, aber nicht von der Gesamtstärke. Ja, sorry. Das ist der Wahnsinn. Der sorry, ist der neue Chef da. Aber wir wollen mal sehen, vielleicht treffen wir Barcelona noch in der Champions League. Man weiß es ja nicht. Und dann können wir mal zeigen, ob er sich fürs richtige oder fürs falsche Team entschieden hat. Richtig oder falsch entscheiden,
das kommt jetzt auch auf uns zu. In der nächsten Episode seht ihr, für welchen dieser drei Spieler wir uns entscheiden. Natürlich nehmen wir es auf, bevor ihr diese Episode überhaupt seht. Deswegen, eure Entscheidung ist es jetzt nicht mehr. Es liegt in unseren Händen, uns jetzt keine Scheiße zu bauen. Genau, ihr könnt trotzdem mal reinschreiben, was euer Wunschspieler hiervon ist. Wir können dann leider nicht mehr drauf eingehen, aber mal gucken, ob wir uns für die Stimme der Allgemeinheit entscheiden können, auch ohne eure Kommentare. Dafür haben wir jetzt noch 9 Stunden Zeit am Deadline Day. Wie gesagt, die seht ihr dann in der nächsten Episode. Wenn euch aber diese Folge gefallen hat, dann lasst auch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Checkt unsere Links in der Videobeschreibung, Twitch und Instagram, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Und dann werdet ihr in der nächsten Folge sehen, für wen wir uns entschieden haben und mit wem wir dann in die nächste Saison reingehen. Also macht's gut, bis dahin, ciao, ciao. Und Servus. I'm coming home, I'm coming back down tonight, 'cause I've been